Auf geht's zur Premiere von Denn Man Tau, die neue Websoap mit dem unschlagbaren Hanseboot-Team. Mit Vizechefin Maike, dem Mann der vielen Schritte, Gerrit, und Mareike, die Frau der Motorboote. Nicht verpassen. Denn Man Tau. Jo, für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Dann geht's mal los. Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Nochmal Hi dazu oder nur, ich bin Gerrit? Ich bin Mareike und bin die Frau der Motorboote. Ich plane die Halle auf, entscheide letztendlich mit den Ausstellern gemeinsam, wer steht neben wem, wie präsentieren die sich, und ja, das macht riesig viel Spaß. Ich bin Maike und bin die Vizechefin bei der Hanseboot. Das heißt? Das heißt auf Deutsch stellvertretende Projektleitung der Hanseboot und ja, so ein bisschen Frau für alles und ganz insbesondere Frau für die Segelboote und für den Hafen. Klingt ziemlich wichtig. Ja, ist es vielleicht auch. Es fühlt sich zumindest wichtig an und es gibt auf jeden Fall viel, viel, viel zu tun. Und hier kommt der Dritte im Bund. Ich bin Gerrit, der Mann der vielen Schritte. Hashtag läuft. Ja, ich bin der Gerrit, ich bin der technische Projektleiter der Hanseboot und für die gesamte Gestaltung der Messe verantwortlich, dass sie schick aussieht und dass die Besucher sich wohlfühlen auf der Messe. Das Beste daran ist eigentlich, dass man der Messe sozusagen seinen eigenen Touch so ein bisschen geben kann. Also man kann seine Ideen, die man hat von der Messe, kann man ja rüberbringen, man kann es gestalten, so wie man es möchte, und ja, das ist eigentlich das Schöne daran. Das ist mein eigener Touch. Mein eigener Touch ist, dass eine gute Frage. Gut, ist dann vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Nee, schon klar. Und ein Boot, das ist natürlich auch so. Also ich, die Boote für die Projektleitung verantwortlich, aber natürlich soll auch ein Boot da irgendwo stehen, das stimmt natürlich. Und dann wäre da noch dieser rote Glücksbringer. Ach, meine Soundmaschine, die liegt jetzt hier. Also ich habe zwar keinen Glücksbringer, aber ich habe mein wichtigstes Arbeitsutensil, das ist unsere Soundmaschine. Man hat viele lustige Knöpfe, aber wenn wir uns besonders über einen Auftrag freuen, der reingekommen ist, dann drücken wir diese Taste. Und dann freuen sich alle Kollegen mit. Da freust du dich, oder? Klar, da freue ich mich. Von der Glücksmaschine zum Lageplan. Ohne den läuft beim Hanseboot Countdown nichts. Die Köpfe rauchen. Mathe-Leistungskurs ist dagegen Kindergarten. 10 Meter in der Breite, ne? Ja. Und 12 Meter von in der Länge. Wobei dann abzüglich 6 Meter jeweils, haben wir hier eigentlich nur 4 Meter, das würde natürlich genau passen. Und hier immer natürlich 6 Meter in der Länge, das würde nicht passen. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Mehr dazu in der nächsten Folge. Denn Man Tau! Fortsetzung folgt. Jo, solltet ihr nicht verpassen.